Pfingsten, der Heilige Geist kommt. Apostelgeschichte. Dann kam der Pfingsttag. Alle, die zu Jesus gehört hatten, waren an einem Ort versammelt. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen. Der Heilige Geist kommt. Wie von einem starken Wind. Pfingsten, der Heilige Geist kommt. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Pfingsten, der Heilige Geist kommt. Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Pfingsten, der Heilige Geist kommt. Sie verteilten sich und ließen sich auf jeden einzelnen von ihnen nieder. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem einzelnen von ihnen nieder. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem einzelnen von ihnen nieder. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem einzelnen von ihnen nieder. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem, jedem einzelnen von ihnen. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem einzelnen und ließen sich auf jedem einzelnen von ihnen nieder. Und ließen sich auf jedem einzelnen von ihnen nieder. Und ließen sich auf jedem einzelnen von ihnen nieder. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem einzelnen von ihnen nieder. Die verteilten sich. Verteilten sich. Und ließen sich auf jeden einzelnen von ihnen nieder. Alle von uns der Heilige Geist kommt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. In Jerusalem lebten auch fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als das Rauschen einsetzte, strömten sie zusammen. Sie waren verstört, denn jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Erstaunt und verwundert sagten sie: Sind das denn nicht alles Leute aus Galiläa, die hier reden? Wie kommt es, dass jeder von uns sie in einer Muttersprache reden hört? Wir kommen aus Persien, Medien und Elam. Wir stammen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, aus Pontus und der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und der Gegend von Cyrene in Libyen. Ja, sogar aus Rom sind Besucher hier. Wir sind Juden von Geburt an und Fremde, die zum jüdischen Glauben übergetreten sind. Auch Kreta und Araber sind dabei. Wir alle hören diese Leute in unserer eigenen Sprache erzählen, was Gott Großes getan hat. Pfingsten, der Heilige Geist kommt.